Dann würden wir das jetzt als nächstes behandeln und ich darf Herrn Breuer nach vorn ans Mikro bitten. Bitte? Ja, die Karte, genau. Ja, können Sie gleich aufmachen. Okay. Sehr geehrte Frau Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. Eigentlich gäbe es gar keinen Grund, zu diesem Thema viele Worte zu verlieren. Das Anliegen ist gut und wichtig. Die Vorlage der Verwaltung ist stimmig. Das können wir als AfD-Fraktion nur unterstützen. Allerdings wurde nun im Bauausschuss 1.5 in die Vorlage eingefügt, welcher eine sichere Querung auf Höhe der Schule fordert. Dies klingt im ersten Moment höchst sinnvoll, erweist sich jedoch bei genauer Betrachtung als reinste Schildbürgerei. Lassen Sie mich das erläutern. Wie Sie im Luftbild sehen können, haben wir bereits zwei sichere Querungen mit Ampeln in unmittelbarer Nähe an den beiden Enden der Straßenbahnhaltestelle. Am stadtwärtigen Ende ist diese ca. 60 Meter vom Eingang der Förderschule und damit vom Standort der geforderten Querung entfernt. Ich bezweifle stark, dass diese dritte Querung hintereinander verkehrsrechtlich zulässig ist. Es stellt sich auch die Frage, ob die sichere Querung notwendig ist, also wie viele Schüler überhaupt diese Querung nutzen würden. Dazu muss man wissen, dass die Außenstelle bald von Schülern aus 10 verschiedenen Schulen besucht wird. Nur die Schüler der Förderschule am Landgraben würden überhaupt diese Querung begehen. Alle anderen werden ohnehin diejenigen an den Haltestellen nutzen. Von der gegenüberliegenden Förderschule besuchen jedoch nur 4 Klassen die bald, also nicht einmal jeden Wochentag eine. Pro Klasse sind das 8 bis 10 Schüler, die alle schon mindestens in der 7. Klasse sind, also Gefahren im Straßenverkehr einschätzen können. Dazu kommen dann höchstens noch mal bis zu 10 Schüler, welche am Schulessen teilnehmen möchten. Hinzu kommt, dass die Querung ausschließlich nach der ersten bzw. vor dem zweiten Unterrichtsblock erfolgen muss. Das ist in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr, in der die Pirnaer Landstraße ohnehin nur sehr wenig befahren wird. Bevor jetzt noch jemand auf die Idee kommt, die in stadtwärtiger Richtung an der Haltestelle befindliche Ampel um 50 Meter oder 60 Meter zu verlagern, möchte ich sicherheitshalber klarstellen, dass dies auch keine gute Idee ist. Diese Querung wird genau an dieser Stelle benötigt, denn die Schüler, die früh aus Richtung Prohlis oder Kleinschachwitz kommen, beziehungsweise mittags in stadtwärtiger Richtung fahren, benutzen diese Ampel, um vom Fußweg zur Haltestelleninsel und umgekehrt zu gelangen. Das sind dann viel, viel mehr Kinder und diese sind teilweise sogar noch im Grundschulalter. All diese Informationen hätte man sich vorher, so wie ich, bei der Schulleitung einholen können. Ich meine sogar einholen müssen, bevor man so einen voreiligen Antrag stellt. Ich appelliere damit an alle Stadträte, diesen Schildbürgerstreich nicht zuzustimmen und beantrage deshalb, dass der Punkt 5 separat abgestimmt wird. Ein Wort noch an den Oberbürgermeister. Können Sie bitte ausrichten dann? Ich möchte Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf die Finanzierung dieses Blödsinns lenken. Eine Formulierung, der Oberbürgermeister möge, also in Zitat, die entsprechende Finanzierung klären, kann wohl eindeutig kein zulässiger Finanzierungsvorschlag sein. Sie könnten dem also problemlos widersprechen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, wird jetzt zu diesem noch zu dieser Vorlage noch das Wort gewünscht, Frau Kaspari? Kann ich jetzt, weil ich gehört. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Schule, wenn sie hier jetzt, da steht bald und oben drüber gibt es eine Kreuzung Neudobritzer Weg, Pirnaer Landstraße. Genau an dieser Ecke wird die neue Schule ihren Schuleingang und Ausgang haben und genau auf der anderen Seite, wo dieser kleine graue Blüppel ist, Schule für Lernförderung am Landgraben, ist der Eingang von dieser Schule. Es ist zu erwarten, dass die Schüler nicht nach unten gehen und wieder nach oben. Und genau deshalb, weil das genau über die Straße drüber, das ist, was die Schüler gehen werden, die Schülerinnen und Schüler gehen werden, deshalb haben wir beantragt, dass eine sichere Lösung gefunden wird. Und das ist genau richtig. Vielen Dank.
So, Herr Breuer, Sie möchten noch mal das Wort ergreifen? Ja, ich muss, wenn man so einen Mist erzählt. Also Sie haben es alle vor sich. Es steht da ganz deutlich da, ja, die Schule zur Landförderung. Und dieses graue Haus da, dieses kleine, was ganz oben ist, das ist das Grundschulhaus für die Kinder der 1. bis 4. Klasse. Die besuchen nicht die BALD. Ja, und die haben dort ihren Ausgang. Und weiter unten, wo ich diese rote Querung eingezeichnet habe, das große Haus, das ist das Haupthaus der Schule am Landgraben. Da sind die Schüler von der 7. bis zur 10. unter anderem. Und die gehen dann dort, und genau dort ist nämlich der Ausgang für das große Haus, gehen dort über die Straße und nie anderswo. Es wäre also, wie ich vorhin schon sagte, sinnvoll, sich da vorher damit zu beschäftigen. So, wenn ich es richtig sehe, ist die Diskussion zu dieser Vorlage abgeschlossen. Ich rufe die Vorlage zur Abstimmung auf in der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses. Wer zustimmt? Entschuldigung, es wurde punktweise Abstimmung gewünscht. Gut, so. Sie stimmen also zunächst über Punkt 1 bis 4 als Komplex ab und dann über den im Fachausschuss ergänzten Punkt 5. Wer also Punkt 1 bis 4 zum Stimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Um die Nein-Stimmen? Enthaltungen? Damit sind die Punkte 1 bis 4 mit 64 Ja-Stimmen bestätigt. Und ich rufe Punkt 5, den ergänzten Punkt 5 zur Abstimmung auf. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Und die Gegenprobe? Enthaltungen? Und Punkt 5 in Ergänzung der Vorlage wurde mit 67 Ja-Stimmen bei 16 Nein-Stimmen auch mehrheitlich bestätigt. Habe ich so genuschelt? Dann wiederhole ich mich nochmal, also 47 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen. Trotzdem mehrheitlich so bestätigt und damit auch die Vorlage. Und